Wir haben jetzt durch den Linkskurs der Parteiführung in den letzten Jahren Zehntausende Mitglieder verloren, Millionen von Wählern verloren und die CDU ist letztendlich mittlerweile sehr stark sozialdemokratisiert. Wenn wir aus diesem Tief herauskommen wollen, brauchen wir wieder mehr konservative und wirtschaftsliberale Inhalte und deshalb ist es ganz gut, wenn wir innerparteilich auch wieder diskutieren. Diskutieren klingt noch sehr positiv formuliert. Teilweise ist das ja schon harter Tobak, was man da hört. Es scheint fast, als hätte es den Asylkompromiss nie gegeben. Also der Asylkompromiss ist ja gerade deshalb entstanden, weil die Konservativen in der CDU auch Druck gemacht haben und weil mittlerweile es Common Sense ist, dass hier etwas getan werden muss. Die Asylwende wurde zum Glück eingeleitet, aber das kann nur der allererste Schritt gewesen sein und jetzt müssen weitere folgen. Wenn die CSU bundesweit antreten würde, was wäre dann? Wir als Werteunion wollen nicht, dass CDU und CSU sich trennen, auf keinen Fall. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass CDU und CSU gemeinsam die bestehenden Probleme jetzt angehen und dann auch lösen. Aber es ist ganz klar, dass wir inhaltlich sehr viel stärker auf der Linie der CSU stehen als Werteunion. Und wir würden sicherlich hier in der Mehrheit unserer Mitglieder die CSU auch sehr klar unterstützen. Was kann denn die Parteiführung jetzt tun, um die Risse zu kitten? Oder sind die Gräben längst unüberwindbar geworden? Also wir sind der festen Überzeugung, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, dass nämlich Probleme angegangen werden, wie eben bei dem Thema Asylwende. Wir glauben auch, dass es der CDU gelingen kann, wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Und dazu ist es einfach notwendig, dass innerparteilich mehr diskutiert wird, dass auch das Profil der Union wieder geschärft wird. Die Union darf nicht mehr aus dem Kanzleramt heraus regiert werden und dann wird sie auch nicht zerbrechen. Und für Sie geht es ja auf Dauer ohnehin nicht mit Kanzlerin Merkel weiter. Wen würden Sie denn da lieber sehen? Also mir fallen auf jeden Fall sehr viele Leute ein. Wir brauchen eine inhaltliche und personelle Erneuerung. Und da gibt es Namen wie Herrn Linnemann, da gibt es Namen wie Herrn Spahn. Da gibt es dann aber auch einen Herrn von Stetten, da gibt es Manuel Hagel. Da fallen mir sehr viele Namen ein, die alle sehr gut die CDU führen könnten. Und es ist wichtig, dass die Union jetzt eine inhaltliche und personelle Erneuerung hinbekommt. Dann gewinnt sie auch wieder das Vertrauen der Wähler und der Mitglieder. Also eine Spaltung der Union soll es nicht geben, aber der Dissens ist offensichtlich. Dankeschön für Ihre Worte. Der CDU-Politiker Alexander Mitsch war das, zugeschaltet aus Mannheim. Vielen Dank.